Oder weißt du was, wir machen das gleich ganz anders. Pass auf. Zwei Mikroprozessoren, da gehen wir mal auf 7. Dankeschön. Und Ionenakkus bräuchten wir 3, 9. Machen wir das so. Dann können wir hergehen und das Ding hier zack, zack, zack entfernen. Sehr schön. Ein Slot frei. Jetzt brauchen wir nur noch mal hermetisches Siegel. Halt, der war falsch. Kann ich jetzt hier gleich nochmal sagen, ich baue mir hier das da. Das war ja schlau. Drei Stück. Kann man sich hier verdichteten Kohlenstoff kaufen? Ich habe gerade keinen Bock, wieder zurückzulaufen. Nee. Mein gut, wir können Sauerstoff kaufen. Viel haben die allerdings nicht. Aber im Endeffekt haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um noch einen Slot freizuschalten. Boah, 17,8 Millionen für einen A-Klasse-Transporter. Und was bist du? Ein Entdecker der C-Klasse. Ah, ja. Oh. Oh, schönes Raumschiff. Halt, warte, warte, warte. Was bist du? Jäger der C-Klasse. Ja, gut. Also nichts Besonderes. Aber ich glaube, wir kriegen gleich nochmal ein bisschen Kohle. So, einmal die Wasserstoff-Gelee. Okay. Und was haben wir hier? Hallo? Gag-Relikt. Ja, okay, das Gag-Relikt können wir verkaufen. Was bist denn du? Ein Jäger der B-Klasse für 6,8 Millionen? Nee, danke. So, das Gag-Relikt bei den Vikings zu verkaufen. Ich weiß, es macht keinen Sinn, aber ich habe keinen Bock, das jetzt ewig mit mir rumzuschleppen. Deswegen hauen wir es einfach raus. So. Okay, was ich jetzt auch noch mache: Kuprit auf dem Frachter, Frostkristalle auf dem Frachter. Da brauchen wir es. Hier brauchen wir es ja eher nicht so. Das Platin, warum schleppe ich eigentlich Platin mit mir rum? Das können wir auch mal auf dem Frachter packen. Okay, ich will zurück zu meinem Schiff. Mann, ich habe hier noch zwei Kisten auf dem Schirm. Wo sind denn die? Achso, das sind die da drüben. Frachtabwurf. Ja, die kann ich aber nicht öffnen. Schlauerweise. Oh oh. Au. Au. Aua. Weißt du, es ist ja noch nicht kalt genug. Das schmerzt ja auch noch nicht, die Kälte. Aber man muss sich erstmal noch ein Bein brechen und dann von so einer komischen Hentai-Pflanze einen übergebraten bekommen. Es ist voll nett. Ein bisschen asozial hier, aber ja, ich mag den Planet. Toll, ich fühle mich hier richtig wohl. So, wieso ist das Kohlenstoff? Es hätte verdichteter Kohlenstoff sein sollen. Ach so, wir haben ja den Sauerstoff umgewandelt. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ja, okay. Kann ich nochmal so ein hermetisches? Ja. Sehr nett. Ultra spannend das Ganze. Wir könnten natürlich auch in der Zwischenzeit mal gucken, ob es hier irgendwo Natrium gibt. Das würde ich nämlich auch noch gerne mitnehmen. Was bist du? Unklar. Natrium da oben. Wie weit ist denn das weg? Naja, nicht so weit. Aua. Wir müssen definitiv das Jetpack aufrüsten. Das geht ja so gar nicht. Und wie hier überall Krater sind. Als ob hier Bomben eingeschlagen hätten. Oder Meteoriten, wer weiß. So, hätten wir das auch? Schöne Kraterlandschaft. Ich würde mir eigentlich am liebsten eine unterirdische Basis bauen, wo du wirklich tief in den Berg rein kannst, aber. Als ich das letzte Mal gemacht habe, war das Ganze ein bisschen verbuggt. Da sind andauernd Felswände oder generell Felsmaterial innerhalb der Basis aufgetaucht, sobald du den Planeten verlassen und wieder betreten hast. Oder ganz schlimm, wenn du den Speicherstand neu geladen hast. Boah, war das übel. Vor allem, die kriegst du da nicht raus, weil du kannst ja deinen Terrain-Manipulator innerhalb der Basis gar nicht nutzen.
Und dann hängst du erstmal da. So. Haben wir irgendwo... Wir haben natürlich noch jede Menge Sauerstoff, die wir da jetzt reinknallen könnten. Ausgabe besetzt, ja, ja, ja. So, haben wir noch mehr Sauerstoff irgendwo? Jawohl. So, 6, 7. Nein, es reicht immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Hallo? So. So, jetzt aber. Ja. Okay, dann hauen wir uns nochmal so einen Slot frei. Ich würde sagen... Ja, nehmen wir den gleich weg. Was soll's? Also auf Dauer ganz schön aufwendig. Beschädigte Verkabelung. Ah ja. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal ein paar Upgrades da reinsetzen. Das sollte kein Problem mehr sein. So, den packen wir da rein. Was mich jetzt nur ärgert, der Treibstoff, der hier drin ist, ist ein verdichteter Kohlenstoff. Jetzt packe ich das ganze Zeug mit und er wandelt zu normalen Kohlenstoff um. Finde ich nicht ganz so nett. Hallo? Was ich jetzt noch machen wollte... Was bist du denn? Ein Felsen? Okay. Interessantes Schiffsdesign. Okay, pass auf, wir fliegen mal kurz zur Raumstation hoch. Wo war denn die Raumstation überhaupt? Suche die Missionstafel auf. Nee, du bist nicht die Raumstation. Oder? Nee, doch, 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 doch. Das ist die Raumstation. Wir hätten da oben noch eine Anomalie. Das wären wieder Naga und Polo. Da könnte man eigentlich auch mal Hallo sagen, oder? Aber die sind noch weiter weg. Jetzt gehen wir erstmal da zur Handelsstation und dann schaue ich mal, ob ich da finde, was ich suche. Das wäre sehr nett. Ich würde nämlich echt gerne mal mit dem Basisbau loslegen. So. Mal schauen, ob wir hier überhaupt irgendwen finden, der interessant sein könnte. Die komischen Würfel da werde ich jetzt mal nicht einsammeln. Wir haben so viele davon. Das muss nicht sein. Hallöchen, guter Mann, bitte sprechen Sie mit mir, Kadett. Ne, der wird uns nicht helfen können. Eindringling, bla bla bla. Keinerlei Aggression. Tatsächlich scheint er mich um Hilfe zu bitten. Ja, okay. Der Alien grunzt mich an und zeigt eine unbeeindruckte Geste der Dankbarkeit. Er dreht sich um, fast so, als würde er nicht erwarten, mich wiederzusehen. Das war ein bisschen... Ach so, ich soll jetzt Viecher scannen. Ja, toll. Die nächste Deppenarbeit eingesammelt. Ja, aber hier ist auch nicht das, was ich gerne hätte. Ist das überhaupt hier? Ich kenne mich doch nicht aus, Freunde. Oh ja, hier, Waffenladen. Waffenterminal. Ich brauche Feuerrate. Und Magazingröße. Warte mal, was habe ich denn überhaupt schon? Ich habe doch schon Upgrade drin. Laufionosata, Blitzwerfer. Ach so, ist die Genauigkeit. Aber mehr macht der nicht. Größe des Waffenmagazins für den Impulswerfer. Ja, aber Blitzwerfer und Impulswerfer sind eine zwei Paar Geschichten. Also der Impulswerfer, das wäre ganz nett. Ich schau mal, ob ich den kaufen kann. Baupläne, Impulswerfer, Wellenform, Kampfvisier, Geologiekanon, Impulswerfer, da haben wir's. Schnellfeuer-Projektilwaffe. Spezieller Schnellfeuerwaffenaufsatz für das Multiwerkzeug mit G zum Feuermodus wechseln. Und mit der linken Maustaste. Ja, okay. Der Impulswerfer leitet die Optik des Multiwerkzeugs so um, dass eingefügte metallische Elemente ionisiert werden. Diese Projektile werden im Schnellfeuer abgefeuert und bombardieren potenzielle Ziele mit einer Welle aus hochenergetischem Plasma. Das klingt geil. Das klingt extrem geil. Was haben wir noch? Kampfvisier, ein stabilisierendes Waffen sind präzise Kampfhandlungen. Okay. Wellenform, Wiederverwerter. Potenzielle Scanfrequenz interessiert mich jetzt nicht so.
Ja, weiß ich nicht. Impulswerfer, macht der so viel Sinn? Schnellfeuerprojektilwaffe, da hätten wir halt die hohe Feuerrate. Jetzt gucke ich erstmal noch bei seinen Upgrades. Das sieht aus, als würde da jede Menge Wasserspritzpistolen hinten hängen an der Wand. Upgrade-Module. Was haben wir denn? Scanner-Modul. Achso, das erhöht den Wert der Entdeckungsdaten. Das wäre natürlich auch nett. Blitzwerfer-Modul C. Verbessert den Blitzwerfer, wodurch Nachladezeit verringert und Schaden erhöht wird. Das wäre auch ganz nett. Streublaster, Impulswerfer, Plasma-Impuls, Bergbau, Glutspeer, Blitzwerfermodul der B-Klasse. Erhöht den Projektilschaden und verringert die Nachladezeiten. Wäre nett, ja. Aber ich hätte ganz gern höhere Feuerrate und eine Magazingröße. Hast du sowas nicht da? Plasmawerfermodul. Können wir uns gar nicht leisten, das Ding. Impulswerfer, Streublaster, Bergbau, Scanner, Blitzwerfermodul C. Das ist für die Nachladezeit und Schaden. Ach, ich kann ja hier auch Sachen verkaufen. Interessant. Nanithaufen gegen Baupläne. Wenn ich den Impulswerfer jetzt kaufe, dann haben wir fast keine Naniten mehr. Also da möchte ich dann. Nee, weißt du was, da gucken wir woanders. Was bist du? Upgrades fürs Raumschiff. Da schauen wir auch mal kurz rein. Nanithaufen gegen Baupläne handeln. Forscher, da haben wir die ganzen Waffen. Ein Konfliktscanner. Oh, den wollte ich ja auch noch haben. Kampfläufer. Gehirn brauchen wir dafür. Oh mein Gott, wir müssen einen Kampfläufer ausschalten. Große Raketenrohre, okay. Und was hast du Upgrade-technisch? Impulsantriebsmodul C, C-Klasse, das interessiert mich alles nicht wirklich. B-Klasse Hyperantrieb für plus 4,4%. Effizienz des Warp-Antriebs an die Sprungdistanz. Phasenstrahler, Photonenkanonenmodul der A-Klasse. Ein extrem leistungsstarkes Upgrade für die Raumschiff-Photonenkanone. Startet, verbessert Schaden, Feuerrate und Überhitzungszeiten drastisch. Das wäre schick, aber dann sind wir pleite. Positronenmodul, Inframesser, Raumschiffschild. Oh ja, das wäre alles so nett. Das wäre so nett, aber wir brauchen mehr Naniten. Wie verdiene ich denn Naniten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin hier ein bisschen durcheinander gekommen. Das ist das, wenn man längere Zeit nicht mehr spielt. Da hätte man Module für. Ah ja, genau. Lebenserhaltung, Bewegungsmodul. Tankkapazität, Lebenserhaltungsverbrauch des Jetpacks sowie eine erhöhte Geschwindigkeitsschubdauer für den Exo-Anzug. Oh, ist aber eine B-Klasse. Nee, C-Klasse ist es sogar. Unterwasserschutz, Strahlungsschutz, Giftschutz, Wärmeschutz, 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 Wärmeschutz. Plus 11,7%. Das wäre aber ganz nett. Wie war das? Upgrade-Module, die kann man einfach so einbauen und richtige neue Technologie, die musste speziell installieren mit Bestandteilen und sowas. Ja, gut. Kaufe ich mir mal. Schildgitter, Raketenstiefel. Oh, Raketenstiefel. Fortschrittliches Sprungsystem. Rüstet das Jetpack mit verbesserten Sprungeigenschaften aus, wodurch der Benutzer weiter springen kann. Aktiviere die Sprungsysteme, indem du schnell Space drückst. Salzrefraktor erforderlich und dann haben wir nur noch 115 Naniten. Lass ich mal weg. Wir installieren jetzt erst einmal die andere Technologie. Das kann ich, glaube ich, hier drin machen, ne? Nee. Wo ist denn das Ding? Da ist das Ding. Installieren und zwar hier so. Sehr schön. Treibstoffeffizienz plus 6%, Sprintdistanz plus 11%. Gut, Wärmeschutzmodul S. Ein äußerst leistungsstarkes Upgrade für das Wärmeschutzsystem des Exons. Habe ich das nicht schon drin? Nee. Ja, doch, natürlich habe ich das schon. Was bist dann du? Flüssige Hitzegeneratoren. So, ja, nee, warte mal, das können wir zerlegen, das brauche ich nicht.
Das brauche ich nicht zweimal. Jetzt haben wir hier Dioxid. Oh, Dioxid, das ist aber... Das ist gut. Das packen wir gleich mal auf den Frachter. Da werden wir es brauchen. Okay. Halt. Hier gehen wir noch rein. Ich glaube, ich gönne mir hier mal einen Technologieslot tatsächlich. So. Okay, aber hier ist nicht das, was ich gerne hätte. Ich dachte eigentlich, man findet hier irgendwie mal diesen Aufseher. Hieß der Aufseher? Dieser komische Bauaufseher-Trottel? Ich weiß es gar nicht mehr. Wer bist du? Liquidator? Wache? Leutnant? Wächterjäger? Da haben wir jetzt die verschiedenen Gilden. Rekrut. Oh. Oh. Den Reisenden, den gönnen wir uns auch gerade mal. Naniten anbieten. Vielleicht erlaubt die Lücke, dass nur nicht biologische Materie durchsickert. Ach, den hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ich kann hier nicht mehr... Und die wollten ja bloß 100 Naniten. Leutnant, Feindschlechter, das klingt alles sehr freundlich und einladend. Feindschlechter, Konsul, ein Konsul, den können wir mal fragen. Frische rotgezackte Bissspuren sind um den ganzen Hals des Kriegers herum zu sehen. Krallen scheinen seine Brust aufgeschlitzt zu haben und die Wiederherstellungs- und Heilungssysteme sind... Okay, Lebenswappe hält mich zufrieden an. Es war ein knapper Sieg, klar ist aber, dass die Verwundungen des Kriegers ernst sind, da Probleme beim Atmen. Anzug des Kriegers aufladen, Sauerstoff mit ihm teilen. Ich würde sagen, Sauerstoff mit ihm teilen. Der Krieger schnappt mit meinem Atmungssystem nach Luft, seine Augen leuchten und er bedankt sich bei mir. Schön. Schön. Toll. Wer bist du nochmal? Fähnrich. Was haben wir denn hier? Hier ist gar nichts. Hier ist einfach mal nichts. Toll. Super. Ich war eigentlich jetzt am überlegen, dass wir für unser Multi-Werkzeug schon mal alles kaufen, was man hier braucht. Das heißt 20 Mikroprozessoren und 24 Ionen-Akkus. Ich glaube, das wird ganz schön teuer. Vor allem die haben bloß 11, weißt du? Ja, weißt du was? Scheiß drauf, nehme ich mit. Dann... Natrium, Aronium, wo ist es denn? Ionenakkus, da nehmen wir uns auch mal ein bisschen was mit. Zack. Natriumnitrat, Metallplatten, Sauerstoff. Aber Kohlenstoff haben sie nicht. Wieso hat kein Schwein Kohlenstoff? Beziehungsweise hermetische Siegel. Kann ich sowas bauen gerade? Nee, ne? Verdichter Kohlenstoff. Mann, ist das doof. Wie komme ich denn? Pass mal auf, ich pack mal... Wie viel Platz haben wir denn im Raumschiff? Ja, nicht so viel. Ich pack die Sachen mal auf den Frachter. Da können wir dann irgendwann später, wenn wir soweit sind, das Zeug uns gönnen und freischalten. Momentan brauchen wir es ja nicht. Was wir vielleicht noch machen könnten... Technologiemodul... Ein Technologiemodul könnten wir uns gönnen und dann könnten wir noch so einen Slot hier freischalten. Oder? 2, 4, 5. Okay, mal schauen. Wenn sie 5 da haben, dann kaufe ich mir jetzt 5. Technologiemodul. Boah, die sind aber teuer. Naja, was soll's. Komm, das ist es mir jetzt mal wert. So. Durchgebrannter Transistor repariert. Klingt nicht so gesund, wenn der durchbrennt, der Transistor, was auch immer der macht. So, damit ist die Waffe mehr oder weniger größtenteils wieder in einem guten Zustand. Ich kann hier ein Kraftfeld installieren. Oh, bezieht aber Energie vom Exoanzug Lebenserhaltungssystem. Okay, will ich nicht. Dann lieber ohne Schutzschild. Ja, gut, okay, cool. Wer bist jetzt du? Kundschafter. Nee, und wer bist du? Gildengesandter, Konsul.
Ja. Okay. War das hier? Anleitung. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Technologie hergestellte Produkte, neue Funktionen, Handel, Ansehen, Navigation, Überlebens. Basisbau. Ist das da drin? Spezialistenterminals können in deiner Basis gebaut werden. Arbeiter können in Raumstationen angeheuert werden, um das Terminal zu bedienen. Sie bieten Missionen zur Erforschung fortgeschrittener Basisteile und Ausrüstung an. Während du an Bord einer Raumstation bist, suche den Terminus-Teleporter, um dich zu deiner Basis hin oder von ihr weg zu teleportieren. Der Terminus befindet sich auf der linken Seite der Raumstation in der Nähe des Missionsagenten. Ja, das ist klar. Aber. Warte mal, mit Hilfe des Basiscomputers kannst du an jedem Ort Konstruktionen errichten, das wissen wir ja schon. Erweitere deine Basis mit Hilfe des Baumenüs. Für den Bau neuer Basisteile werden Ressourcen benötigt. Durch das Zerlegen von Strukturen erhältst du Ressourcen zurück. Die meisten Strukturen können in der Nähe deiner Basis gebaut werden. Finde in vergrabenen Technologiemodulen zusätzliche Basisteile. Oh mein Gott, wir müssen tatsächlich die vergrabenen Technologiemodule allesamt mal plündern. Ja, aber wie funktioniert das? Dann finde ich dann irgendwann zufälligerweise so ein Spezialistenterminal und dann und. Alter, das wäre ja ätzend. Das heißt, ich müsste hier ewig lang Technologiemodule vergrabene suchen. In der Hoffnung, eines Tages. Was ist denn jetzt los? Ich muss leider ein erhebliches Problem melden, Eindringlingskapitän. Unsere Flotte wurde schwer beschädigt. Ich beginne mit der Untersuchung, aber in der Zwischenzeit benötigen wir eure Befehle. Soll das beschädigte Schiff seine Mission fortsetzen? Scheiße.